Hallo? Und schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Es ist Friday. Da kommen jetzt bestimmt die paar Hanseln, die das Video wieder sonst wann schauen, weil sie vorher irgendwelchen unwichtigen Kram zu tun haben, wie in der Schule. Und dann ballern die Kommentare voll mit Jeff, es ist gar nicht Freitag. Ja, sorry, dass sich das nicht jedes Mal anpasst, wenn's Prinzesschen mal wieder ihr Popöchen auf YouTube bewegt. Aber ich könnte dem ja vorbeugen. Es ist Monday. Es ist Tuesday. Es ist Wednesday. Okay, lassen wir das lieber. Wo soll denn der Krampf noch hinführen? Oh, der verfasst dir schon wieder gezockt. Deine kleine Mami. Hatte ich nämlich noch einen Gutscheincode. Leute, ich weiß, ich sehe heute ein bisschen müde aus, aber macht euch keine Sorgen. Ich bin's auch. Pati, pati, patu. Trotzdessen bemühe ich mich natürlich immer, euer Herz zu beglücken. Und da schaut dich so in die Kommentarspalte. Und was muss ich da sehen? Mutti, hast du mal, Mutti, mach mal, Mutti, kannst du mal. Ja gut, also, dann spielen wir halt mal wieder. Ehrenwert. So Leute, wie sieht's aus hier mit den Likes? Hm? Könnte besser sein. Dankeschön. Und endlich bekommen wir unsere wohlverdiente Rache. Keine Kameras, keine Türen. Einfach nur ein Game, in dem es darum geht, Animatronics abzuballern. Na, das haben sie schön gemacht. Nee, lass mal. Willkommen zu Fazbear's Shootout, auch genannt Spaß.exe. Ja, ich meine, schon das Hauptmenü, das ist eine wahre Augenweide. Aber auf die inneren Werte kommt es ja bekanntlich an. Und die inneren Werte der Animatronics werden wir jetzt nach außen kehren. Und zwar mit roher Waffengewalt. Ah ja, wir brauchen also Credits, um bestimmte Level freizuschalten? Fragezeichen? Multiple Fragezeichen, bitte jetzt in den Kommentarbereich. Okay, dann starten wir mal Level 1. Vermutlich, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, ein Experte bei Fazbear's Shootout zu sein. Also, was weiß ich schon. Oh, hallo. Oh mein Gott. Das sieht schwer nach Besuch aus. Ich sollte mal den Kaffee aufsetzen. Oh, ich sollte mal das nehmen. Katana. Das sieht halt eher aus wie eines von diesen Plastikknüppeln, die einem die Erzieherin im Supermarkt, ja, wahrscheinlich im Supermarkt, Sef, im Kindergarten immer wegnehmen. Na, ist die Hasenjagd eröffnet oder was? Nee, Supermarkt war schon richtig. Ich wurde immer ziemlich quengelig, wenn ich mein Ü-Ei an der Kasse nicht bekommen habe. Habe ich immer sinnlos um mich geschlagen. Das Ergebnis, das könnt ihr jetzt auf YouTube betrachten. Hallöchen. Oh, scheint sie nicht sonderlich zu beeindrucken, hä? Oh, das scheint sie offensichtlich sehr zu beeindrucken. Sie lösen sich förmlich in Luft auf. Was habe ich getan? Das sieht aus wie ein richtig ekliger I. Diese Bewegung, Alter, der will mir an den Arsch. Der will mir nur ins Höschen fassen. Der kleine Spring ins Feld hier. Komm, weg mit dir. Das ist der awkwardeste Schwertkampf ever. Aber sagt, na, heißt das Spiel nicht Fazbear's Shootout oder spielen wir hier Fazbear's Schnitzeldizel Xingxiong, na? Hast du deine besonderen Freunde mitgebracht? Ja, komm, die kriegen jetzt mal hier ein bisschen Intensivbetreuung, oder? Die sehen auf jeden Fall bedürftig aus. Und du? Nee, der Höschenmann. Deine Anmachversuche kannst du dir sparen. Ich bin nämlich vergeben, mein Freund. Ich meine, unter anderen Umständen, eventuell nach einer Flasche Schnaps. Oh, hi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Restposten greifen an. Huch. Oh. Das Spiel ist gerade um 100 Prozentpunkte schwerer geworden. Was ist denn los? Ja, hätte ich jetzt eine Knarre. Würde ich jetzt doch lieber Fazbear's Shootout spielen. Dann wäre ich auf jeden Fall safe. Oh, Autschi. Ich habe einen kleinen Klaps auf den Po bekommen. Autsch. Boah, Alter. Intenso. Rauchen verboten. Habt ihr das nie mitbekommen? Oh, so verdiene ich Credits. Das habe ich gar nicht gesehen. 1500 habe ich schon geearnt, Alter. Best Job ever. Na, was geht? Ihr, ne? Au! Oh! Auf zwei Beinen. Oh, huch! Boah, ouch! Ey, das wird ja richtig schwer. Nicht mal 150 Sekunden überlebt. Schön gemacht. Warte mal. Aber gibt's nicht noch ein Level? Können wir da vielleicht... Ich habe jetzt keine Waffe gefunden. Wie viel brauche ich denn hier für Zeug? Boah, das ist alles voll teuer, Alter. Inflation sei Dank. Nee. Ich werde die Festen des Großkapitalismus zum Einsturz bringen. Was? Shoppinglist? Oh, ah, hier kann man was kaufen. Warte mal, Power Handgun. Not enough credits? Was? Ich hab doch gerade super duper geearnt. What do you mean? Ich hab gar nichts? Was? Why? Warum? Oh, hi. Ach, so ist das. Wir haben jetzt hier eine komplett andere Location am Start.
Aber wir können jetzt hier auf jeden Fall Waffen kaufen. Diesen Computer-Dingens hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal nicht, oder? Ich habe leider auch einfach nicht gesehen. Vielleicht sollten die das Tutorial, ja, diese kleinen Anzeigen, auch nicht ins zweite Level packen. Das wäre so eine Idee, aber ich meine, was weiß ich schon. Warte mal, jetzt kann ich mir doch hier was kaufen, oder? Komm, gib es her. Ja, gib eine Handgun. Spawn on the wall behind you. Hier. Uff. Oh mein Gott. Darf ich dann lieber eine Wasserpistole haben? Das ist ja süß. I love it. Dann nehme ich ehrlich gesagt doch irgendwie lieber das Katana, muss ich ehrlich sagen. Warte mal, ich gebe mir mal hier. Oh nee, wenn beim nächsten Mal die Springtraps kommen, dann bin ich richtig am Sack, Alter. Wie viel habe ich denn jetzt? 700? Da kann ich mir doch hier ein bisschen was gönnen. Warte mal, eine Powerhandgun. Yeah, hell yeah. Komm, gib mir das. Nein, gib mir das. Wunderbar. Ich habe nur 5 Schuss. Das ist ein bisschen... Ah! Ich wusste es. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Bringen Kopfschüsse mehr? Oh, ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich probiere das jetzt mal. Moment. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 Schuss. Auf den Wanst und auf den Kopf. Wo ist mein Fadenkreuz? 1, 2, 3, 4. Oh. Ey, was stand gerade? Enemies minus 1. Ich habe einfach den Overkill gestartet, Freunde. Ich habe schon die Nachkommen, bevor sie überhaupt gezeugt wurden, eliminiert. Ich habe 1500 Credits. Kann ich mir was kaufen? Shotgun, Baby. Komm, gib her. Jetzt geht's richtig los. Oh, das ist, das dauert halt schon eine Weile, ne? Oha, 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 oha. Ist aber auch nicht die schnellste hier, das Baby. Oh, komm, schnell, 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 schnell. Oh, das ist aber gar nicht so gut, das Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss halt sparen auf was Richtiges. Ich habe schon wieder 2000 Credits. Wie habe ich denn das geschafft eigentlich, sag mal? Aber hier mit Waffen überlebt es halt viel länger. Aber es kommen auch keine Springtraps, ne? Boah, das macht richtig Bock irgendwie. Ich feier das gerade absurd. Das ist so ein bescheuertes, kleines, dummes Spiel. Eine Granate? Wait. Warte eine Sekunde. Warte, wie kann ich das machen? Mit G oder so? Oder Leertaste? Oh! Warte mal, ich probiere. Ah! Nein, Taschenlampe an! Boah! Heftig. Oh, das... Warte mal. Nein, falsche Button. Oh, wie ich sie weggescheppert habe. Die Effekte. Ein bombastisches Feuerwerk für die Sinne, sag ich. Oh, oh, wenn man nahe steht. Ja, macht Sinn. Ist halt auch eine Shotgun, Seth, ne? Bist du eigentlich ein bisschen... Ja, bin ich. Was fragt ihr eigentlich? Machine Gun. Oh, ich werde die ausprobieren. Komm, gib her. Gib das. Oh, yes. Oh, yes. Jetzt gibt ihr alle, komm. Jetzt kommt euer Mütter schicken, eure Dicken. Hi. Was gibt's noch so? Sniper Rifle. Nein, hör auf. Hör auf damit. Oh. Komm. Komm. Nein. Oh. Hätte ich mal noch eine Granate, Alter. Dann wäre die Welt schön. Dann wäre die Welt kunterbunt. Sonnenschein würde herrschen. Aber nee. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Sniper Rifle. Das ist doch bescheuert. Die Tontauben schießen. Gimme more Hunde, Dedeo. Die räumt auf hier. Ich will noch den Rocket Launcher. Auf den spare ich jetzt immer noch. Ich will halt die absolute Vernichtung starten, Freunde. Ich meine, wenn wir schon hier ankommen, anfangen, dann müssen wir den Job auch richtig erledigen, oder? Was mir aufgefallen ist, mit dem Sniper Rifle kriegt man so gut wie kaum Credits. Wenn ich hier mit der Schrotflinte durchblase, dann steigt einfach mal der Kontostand wie bei Montana Black. Ehrenwert. Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Oh, ich war genau an den 10.000! No way! Oh, da kommt der Freddy von hinten und gibt mir eine Mutterschelle. Jetzt habe ich null. Ich wollte noch heilen gehen. Ich habe nix. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich zeig euch jetzt noch die Bazooka, Alter. Das muss ich jetzt noch sehen. Ich glaube, das wird ein Freudenspektakel der Sinne, Leute. Okay, Leute, gleich geschafft. Uah. Aber eine Welle muss ich noch überleben, weil ich sonst hier keine Ruhe habe. Guckt euch das mal an. Uah. Die Foxys, die sind echt, bei denen ist nicht gut Kirschen essen. So, du weg. Ich glaube, das war's. Komm, Rocket Launcher. Ohohoho. Baby, komm her. Komm, gib mir das.
Pass auf jetzt. Oh! Oh mein Gott, das hat sich gelohnt. Das ist amazing. Ja, es ist eigentlich nicht, ich bin schwer enttäuscht, aber das war zu erwarten. Der bläst die alle weg. Wer hätte gedacht, dass Explosionswaffen Radios haben? Gibt's halt noch irgendwie was? Gibt's halt noch was Krasseres? Nee, ne? Nur ein Sniper-Rifle. Wir haben halt, glaube ich, alles jetzt gesehen, was in dem Spiel ist momentan. Ja, cool. Leute, das war Fazbear's Shootout. Es war mir ein innerer Gaumenschmaus. Sorry, dass das Video nicht so krass bearbeitet ist. Aber ich habe ja nicht allzu viel Zeit. Ich muss los und bin übers Wochenende auch nicht da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude bereitet. Ich fand es ein lustiges, kleines Spiel, so für zwischendurch. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Mein Trabant rostet. This time.